체육시설 스포츠클럽만 9만 개 이상 존재하는 독일. 독일인들이 관절 건강을 유지하는 데에는 생활체육도 큰 역할을 하고 있는데요. 매일 걷기로 관절 건강을 지키고 있는 시모네 씨도 그런 독일인 중 한 명입니다. 그런데 낯선 장비가 보이네요. Sehen Sie, was ist das? Das sind Stöcke für Nordic Walking. Was ist Nordic Walking? Nordic Walking ist ein Sport, das ist wie Laufen, nur benutzt man die Stöcke dazu. Und das entlastet halt die Knie und das soll besonders gut sein, wenn man Knieprobleme hat oder wie ich, ich hatte Arthritis. Nordic Walking은 일반적인 걷기와 달리 양손으로 잡는 전용 스틱이 몸의 힘을 적절히 분산해 관절에 무리를 주지 않는데요. 때문에 무릎 관절이 약하거나 허리 디스크를 앓고 있는 사람도 어려움 없이 즐길 수 있는 운동입니다. 그래서인지 시모네 씨는 50 가까운 나이에 날씬한 몸매를 유지하고 있는데요. 하지만 몇 년 전까지만 해도 이런 건강한 일상은 생각조차 할 수 없었다고 합니다. Also vor 3 Jahren haben meine Schmerzen in den Knien angefangen. Wenn ich so gemacht habe, das hat richtig geknackt. Und das hat mir schon Gedanken gemacht. Und dann bin ich zum Arzt damit gegangen. Und er hat gesagt, ich habe degenerative Arthritis. Also ich habe gedacht, Arthritis bekommen nur ältere Menschen, zumal ich ja meine Knie auch gar nicht so sehr belaste. Und dann habe ich doch die Diagnose bekommen. Es war schon ein Schock für mich. 3년 전만 해도 걷지 못할 정도로 오른쪽 무릎 관절에 통증을 느꼈다는 그녀. 퇴행성 관절염 극복 후 조깅까지 가능할 정도로 관절의 유연성을 찾았다고 하는데요. 평소에도 관절 건강을 지키기 위해 노력한다는 시모네 씨의 일상을 따라가 보기로 했습니다. 먼저 시장을 찾았는데요. 식사 준비를 위해 장을 보기 위해서입니다. 운동을 마치고 장에 들러 식재료를 구입하는 게 습관이라는데요. 장도 보고 걷기 운동까지 돼 그녀로선 일석이조라고 합니다. 야, 디나. 아이마티. 야. 아, 그럼. Und auf jeden Fall ein paar Tomaten. Und ein paar kleine noch. Keine Tomaten, alles klar. 게다가 한꺼번에 장을 보는 대신 그날 먹을 양만 구입하는데요. Ja, ich habe mir heute einen schönen frischen Salat geholt und ein paar unterschiedliche Zutaten dazu. Es ist gesund, sich täglich frisch zu ernähren und von daher kaufe ich immer nur das, was ich gerade essen möchte und das halt täglich. 그리고 가까운 거리는 늘 걸어서 이동한다고 합니다. Hallo Schatz. 결혼한 지 어느덧 10년 차에 접어든 시모네 씨. 서둘러 남편과 식사를 준비합니다. 오늘의 메뉴는 샐러드와 스테이크. 매끼 식단을 채소와 단백질 위주로 챙기는 것도 관절 건강을 지키는 습관 중 하나라는데요. Ja, also zu meinen Mahlzeiten ist besonders wichtig immer Salat, das ist immer auf meinem Mittagstisch und proteinreiche Lebensmittel. Für meine Gelenke ist natürlich Sport sehr, sehr wichtig, dass ich den regelmäßig mache, aber auch gesunde Ernährung, das ist auch ein ganz großer Faktor. 그렇게 완성된 오늘의 점심. 시모네 씨와 남편의 그럴듯한 한상이 차려졌습니다. 퇴행성 관절염 진단 이후 건강에 대한 경각심을 가지게 됐다는 그녀는 정해진 시간에 식사를 하는 것도 건강 관리로 여겨왔는데요. Unregelmäßig zu essen ist sehr ungesund und von daher versuche ich dreimal am Tag zu essen zu regelmäßigen Uhrzeiten. Frühstück um 8 Uhr, Mittagessen um 13 Uhr und meine letzte Mahlzeit Abendbrot um 19 Uhr. Also wenn ich vergleiche in Bezug auf früher, macht meine Frau jetzt viel mehr Sport.
Sie ernährt sich wahnsinnig gesund, immer zu ganz bestimmten Uhrzeiten nimmt sie ihre Nahrung auf. Und das ist für mich natürlich auch super, weil das kommt mir auch zugute und ich lebe dann auch viel gesünder mit ihr. Sie ist viel, viel ausgeglichener und viel frischer.